Willkommen bei Beyond the Seas. Wir treffen uns mit Frédéric Mitterrand, ehemaliger französischer Minister und Dokumentarfilmproduzent. Er spricht mit uns über seine Lieblingskreuzfahrt bei Bonan entlang der portugiesischen Küste vor Lissabon. Die Ankunft in Lissabon ist ein wundervoller Augenblick. Man kann es mit der Ankunft in der Bucht von Neapel vergleichen. Man fährt den Rio Tejo-Fluss aufwärts. Dieses schöne und stolze Schiff auf einem Fluss, der noch mehr ist. Man sieht den Turm von Belém, von dem alle portugiesischen Expeditionen ausgingen, zu jenen Zeiten, als die Portugiesen die Welt entdeckten, zu Zeiten Magellans. Man fährt an diesem Turm von Belém vorbei und es ist, als trete man in die Fußstapfen der großen Entdecker, der großen Kapitäne der Renaissance, als fände man sie wieder. Das ist ein Moment außerordentlicher Emotionen. Der Turm von Belém im Morgengrauen, wenn die Morgenröte aufkommt und den Turm in ihr Licht hüllt, ihn golden tönt, das ist ein Augenblick fantastischer Poesie. Und dann ist da diese großartige Stadt, die vor uns liegt. Wir sehen uns bald wieder bei Beyond the Seas.